mit dem Sieger von heute Morgen, mit Stefan Windschiegel im Lamborghini. Aber der Andreas Fürst hat sich was vorgenommen, der zieht nicht zurück. Das war jetzt auch fahrerisch eine echte Nummer. Kommt es auf Leistung an, auf pure Leistung. Und da müsste im Honda eigentlich schon einiges. Thank you.
Das ist ein